Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer... Oh, lol! Weiteren Runde mit Evil Dynasty im Korb, so mit der Zauberer. Das muss ich nochmal probieren. Passiert? Ich glaube, ich bin gerade im Sprung über einen deiner Zäune gestolpert. Hast du dich abgepackt? Gab's eine Animation? Ja! Verrückt. Ich krieg's aber nicht reproduziert. Schade. Mann, gut, dass ich's aufgenommen habe. Ihr habt's alle gesehen. Ist ja mal geil. Das sah richtig gut aus. Das hätte ich gern gesehen, muss ich ja sagen. Du weißt, wo es die Folge zu finden gibt, oder? Ja. Dürfte ich an die Kiste? Ich will nur kurz reinrotzen, dann kannst du weitermachen. Kleinen Moment, ich hole nur gerade was raus. So. Okay. Oh, fertig. So, wir haben hungernde Schweine. Ich würde dich bitten, dir die Waschstation noch einmal anzugucken. Ja. Da habe ich ein bisschen was gemacht. Und jetzt werkel ich gerade bei unseren Holzfällern rum und pimp das Grundstück. Oh, du hast hier auf den Holzstapel neben dem Haus hingestellt. Oh. Waschstation? Oh, mit Weg zum See rüber. Schöne Sache. Also wir haben schon ein ziemlich geiles Grundstück hier. Waschzuber. Das gefällt mir echt gut. Haben wir auch schon ein Klo? Nee, ne? Nee. Hast du jetzt die Waschstation auf unserem Grundstück angeguckt? Ja. Ich meine die vom Marktplatz ausgeht tatsächlich. Oh. Wenn du zwischen der Werkstatt und der Näherei zum Fluss runtergehst. Ah, mit zwei Wäscheleinen. Drei Wäscheleinen. Und mehrere von den Zubern. Noch ein paar Sitzgelegenheiten hinbauen, aber da fehlt uns wie immer. Das nötige Kleingeld? Richtig. Ich weiß nicht, was du meinst. Ah. Gefällt mir. Vor allem freue ich mich darauf, wenn wir wirklich so viele Leute noch haben, wie ich mir das in meinen Träumen vorstelle. Wenn die dann wirklich auch aktiv mal zwischendurch was machen und den ganzen Spaß. Ha. Wenn die dann noch überall. Du siehst schon wieder Zäune. Ich habe da gerade die roten Striche gesehen. Oder Wege. Ich bin mir nicht sicher. Wege tatsächlich. Ich lasse da gerade den Innenhof der Holzfäller. Wo kann man das Pflaster nennen, wenn man da Kies hinwirft? Aber jetzt, gerade wenn wir da vorne so Ecken haben und ich gerne noch sehen würde, wie die sich da alle behandeln, sollte ich nicht ganz so viele Leute landwirtschaftlich so weit outsourcen, ne? Ich dachte mir fast in der Ecke, dass ich hier auch ein paar Häuser baue für die Landwirtschaftler. Na gut, kann ich ja trotzdem machen. Vielleicht doch mal noch ein viel größeres Flachsfeld dazwischen. Also mit dem Flachsfeld haben wir noch bestimmt noch ein paar Sachen vor. Die anderen Lasten finde ich da oben eigentlich ganz schick. Da können wir auch ein bisschen dekorieren am Weg, das hat was. Aber vielleicht machen wir da unten bei den Schweinen auch nochmal ein riesiges Flachsfeld hin. Und vielleicht schaffe ich es dann da auch noch die Tierhaltung ein wenig schöner zu integrieren. Oder so eine Hopfenplantage. Obwohl die wahrscheinlich niemals für uns innerhalb dieses Let's Plays Sinn ergeben wird, da wir eh erst den Hopfen zum Bier verarbeiten können, wenn wir quasi im absoluten Endgame sind. Und dann ist für gewöhnlich eh mal die Taverne freigeschaltet, ist halt eh vorbei. Und so ging es mir zumindest beim letzten Mal. Ewig schon die Sachen angebaut, wollte coole Sachen machen, aber naja, hat sich nie ergeben. Ja, man will so viel auf einmal. So, auf dem Markt ist tatsächlich noch nicht so viel Leben, aber die Leute sind schon unterwegs. Ich sehe die Geldbeutel oben wandern, ist gut. Gut, der Geldbeutel schläft natürlich noch. Wann stehen die denn auf? Hatte ich dich schon mal gefragt. Du konntest. Um acht! Oh. In 2,5 Stunden. Oh. Da falle ich auch immer drauf rein. Das fühlt sich an wie 100 Jahre. Also ich weiß nicht, bei uns ist das irgendwie nicht so hell um diese Uhrzeit. Nee.
gefühlt. Auch im Sommer nicht ist es um 5:30 Uhr so hell. Doch. Nee, nicht so hell. Doch, doch, doch. Wenn ich im Sommer um 4:45 das Haus verlasse morgens, ist es taghell. Ich fahre im Taghellen zur Arbeit. Morgens um 4:45. Das an sich ist schon traurig genug, aber es ist hell. So hell. Ich bleib jetzt hier oben auf dem Dach und warte, bis die Leute aufgestanden sind. Ich mach einmal kurz eine Blende und wir sehen uns gleich. Jetzt wird's gefühlt hell. So. Der Markt ist belebt. Hier sind Menschen. Wir gucken, hast du Tierfutter? Oder hast du nur Essen? Du bist der mit dem Essen. Und dem Landwirtschaftsbedarf, oder? Nee, cool. Echt? Nee. Ich brauche einen anderen. Jedes Mal falle ich hier wieder auf dieselbe Taktik rein. Wer ist denn hier richtig? Du? Nee, du bist Handwerkskram. Warum wird hier? Zeig mir mal deine Ware. Unbewurf, volle Wolga, nee, Zwiebelsamen, doch? Du vielleicht? Tierfutter, ah! Alright then, keep your secrets. Ich hab grad Ton gekauft und kein Tierfutter. Cool. Du bist ein Idiot. Ich bring mal ein bisschen Ton mit. 55 Stück, um genau zu sein. Cool. Hab mich auch schon gewundert, warum das so günstig war. Jetzt weiß ich's. So, Schweinchens, ich hab was für euch. Oh. Gut ist, ich sehe die Schweinhütte hier vom Dorf aus sogar. Ich komme von Piastovia schneller zur Schweinhütte als von unserem eigenen Wohnhaus. Ist schon, ja, keine Ahnung. Sehr speziell. So, ihr werten Schweine. Ja, ihr hockt hier alle drin rum. Ich weiß. Wollt ihr vielleicht was fressen? Ja, ne? So. Alles, was ich an Tierfutter hatte, haben die Schweine jetzt. Schön. Das kleine Schwein ist süß. Ach, muss ich mir mal genauer angucken hier. So, gab ein schickes Bildchen. Danke euch. Wo ist eigentlich euer... Wo ist das Männchen? Da hinten? Du, dein Arsch ist dreckig, ja? Hi. Ja, ist okay. Gut, Schweine sind versorgt. So, jetzt haben wir noch andere Probleme, wenn ich das da oben richtig sehe. Verwaltung. Ja, das sind dichtfertige Häuser. Gewinnung. Was hast du denn für Sorgen? Holzschuppen. Keine Mitarbeiter. Das ist Holzschuppen Nummer 2. Für den ich Mitarbeiter holen sollte. Richtig. Landwirtschaft hat auch Sorgen. Kein Material. Hä? Ja, kann ja sein Flachs dreschen oder Kohlernten oder sowas. Nee, das ist ja eine andere Hütte. Die hätten, glaube ich, gerne Dung und Dünger für... damit sie die Felder machen können. Deswegen habe ich ja die Schweine jetzt geholt, damit wir mal anständig an eigenen Dung kommen. Da muss ich eigentlich direkt mit jemandem kommen. Der Eselstall braucht doch jetzt gerade nichts. Wir packen auch erstmal... Alina?
Alina. Alina kommt mal in den Schweinestall. Muss ich den noch einstellen oder macht der das von alleine? So. 100% ja, echt. Der kann nur eine Sache und ich muss trotzdem einstellen, dass er das gefälligst zu tun hat. Blöd, ne? Ein bisschen ja. Ja. Oh, ich kann da jetzt aktuell an einem Tag 44 Dummen rausholen. Mehr als erwartet. Oh, ich hab dich gerade reiten sehen. Oh, du konntest mich endlich mal sehen? Hm? Wow. Ich hab doch das Federnproblem. Aber wir haben jetzt eine eigene, eine etwas höher gestellte Federproduktion. Und ich habe noch zwei Tage, anderthalb Tage Sommer übrig. Schweine sind versorgt, oben Landwirtschaft ist gerammt. Ja, ein paar Häuser wollte ich noch machen. Dafür brauche ich auch noch mal einen Holzhammer neuer. Einen neuen. Haben wir sowas da? Ja, natürlich haben wir sowas da, weil wir gut sind. Ich habe schon wieder den Bug, dass ich die Wände alle nicht sehen kann. Das ist nicht hilfreich. Nee, ich hatte angefangen mit Häuser fertig bauen und das endete dann ganz schnell. Ich gehe noch mal eine Hütte mit dem. Dann wissen wir nämlich, dass ihr da definitiv bleibt. Oh. Verputzen, genau. So. Putzen. So, das zweite Haus ist komplett fertig verputzt. Mal abgesehen von unseren eigenen Wohnhäusern, ne? Gut. Ich würde aber sagen, wenn wir ein Haus verputzt haben, ist das so ein Zeichen für das Haus bleibt da. Auf ewig. Das wäre sonst echt schade um die Kalksteine. Das stimmt. So, nehme ich noch direkt noch mal mehr raus. Vielleicht schaffe ich ja noch ein Haus, auch wenn unwahrscheinlich. Schon mal super. Okay, reicht nicht. Gut. Hier hinten wollen wir auch Steinhäuser basteln. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich einen dicken Stapel Baumstämme, einen noch viel größeren Stapel Stein und am besten auch noch einen Stapel Bretter. Okay. Grieche. Wir haben gerade so immens viele Ressourcen rumfliegen. Oh, echt nicht? Nee. Oh. Ich dachte ernsthaft, wir sind da mittlerweile relativ gut eingependelt bei. Ja, wir sind auch relativ gut, aber jetzt haben wir ja wieder viel gebaut. Wetter. Holzstämme. Gut, an Steinen mangelt es definitiv nicht. So. Kann ich dich reiten, während ich um mehrere hundert überladen bin? Nö. Ich dachte, ich versuch's mal. Zwar gewundert, aber hätte ich auch nichts gegen einzuwenden gehabt. So, 85 kannst du. Dann hast du doch schon mal 100. Ich weiß auch die Hälfte der Stämme rüber. Oh.
Ich habe echt nicht so viel Platz im Inventar. Gut. Machen wir nochmal welche weg. Auch nochmal welche weg. Auch nochmal welche weg. Und was hast du jetzt so viel hier? Steine. Komm, pack mal alle Steine hier rein. So, guck mal. Und schon geht das. Du musst es nur wollen. So, ich muss mich mal um Federn kümmern. Eigentlich können wir da mal in Piastrovia direkt mal schauen. Da waren ja immer relativ viele Vögel, die man, glaube ich, auch relativ simpel hat treffen können. Hinten für noch. Auch mal so ein kleines, ne? Oh. Mhm. Gut. Dann bist du jetzt mit Stein. Eine Tür mit Stein. Hier hätte ich gerne ein Fenster mit Stein. Oh. Holzstämme alle weg schon, ne? Na ja, war klar. Perfekt. So, nur die Dächer noch. Wunderbar. So, Steine holen. Mathilda, was? Wo, ich habe noch Bretter. Die können hier schon mal hier reinpassen. Habe ich dir die gegeben? Ja, die habe ich dir gegeben. Gib sie mir mal. Super. Also ein Haus kriegen wir auf jeden Fall gemütlich fertig. Das zweite halbwegs. Aber halt nicht ganz. Ich war gerade dabei, dem Jäger hinten noch eine Hütte zu bauen. Oh, ein eigenes Wohnhaus? Ja. Oh. Aber ich bin nicht mal über das Fundament hinausgekommen. Die Fertigstellung des Fundaments hat den Bug ausgelöst. Ärgerlich. Mathilde, eigentlich muss ich dich mit reinnehmen, damit ich dich besser zuladen kann. Oh. Holzstämme. Gib mir nochmal 29. Jupp. Und
deine bis zum Abwinken, bitte. Ich hab dich jetzt nicht unbedingt wahrgenommen. Aber moin zurück. Du bist gerade über den Marktplatz gerannt. Oder geritten vielmehr. Oh. Help, I'm stuck. Jetzt im Ernst, ich steck fest. Oh, ich kann mich rausducken. Okay, okay. Oh. Upsi. Mathilda, jetzt gib mir mal kurz die Bretter. Eieiei, wir haben mittlerweile so viel Material bei uns im Materiallager, dass man sich da zu Todes grollt und eventuell in Versuchung käme, die Reiter oben zu benutzen. Oh, also ich benutze die Reiter ganz gerne mal. Ich wohl jetzt auch. Das ist ja nett. Stell dir mal vor, wenn sie für sowas auch noch da gewesen wären, ne? So. Uns fehlt es definitiv an Holzstämmen und Bretter. Aber für ein Haus hat's gereicht. Immerhin. I haven't been drinking enough today. Ja, ja, ich hab Durst. Ich hab's verstanden. Wie immer. So. Gut. Brauche ich jetzt Federn? Also, ich guck mal kurz nach Pfeilen. Oh, jetzt häng ich gleich in der Wäscheleine. Ich gehe echt nicht gut hier um. Ich sollte vielleicht mal mehr auf den Wegen bleiben. Jemand hat sich irgendjemand mal hingesetzt und hat diese Wege aufwendig gezogen. Ist das so? Ja. Gerüchten zufolge. So, ich brauche 58 Bronzefeine. Mal gucken, ich habe Federn. Fangen wir mal so rum an. Ja, ein paar habe ich wieder. Das ist gut. Bronzefeine. 58. 35 Kupferpfeile, das ist das Problem wahrscheinlich. Yep, ist es. Nächstes Mal mit 4 Barren. 40 Stöcker. Ach, ich muss mal kurz die Katze befreien. Ich glaube, der ist hinter der Tür eingeschlossen. 40 Stöcker. Ja, und 40 Federn, ja, theoretisch auf dem Papier. Letzteres klappt nicht ganz so gut. Aber wir machen schon mal ein paar Kupferpfeile. Ich schau mal, ich glaube, vom Holzfällen kriegt man auch Federn. Also ich hoffe, es war zumindest früher mal so. Ist auch immer noch so. Gut. Das heißt, ich werde davon ein paar Bäume fällen. Geht vielleicht doch schneller, als wenn ich mir jetzt... Keine hübschen. Nur die Akazien hier bei uns im... Nee, der Ahorn bei uns im Dorf. Nichts Wichtiges. So. Das heißt, ich brauche
Fall nochmal eine Axt. Uiuiui. So, Mathilda, bitte mal anständig da einpacken. Langsam, 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 langsam. Und ich kann Papa absteigen. Danke. Du bist schmutzig, ja, ist dann so. Axt, Axt, Axt. Steinaxt da. Dann haben wir das. Oh, ich habe auch noch eine Bronzeaxt im Inventar. Wow, ich bin ja ein Held. Naja. Geil, jetzt muss ich mir irgendwelche Bäume suchen, die nicht hübsch sind. Oder weit genug weg. Hm, sonst gibt's wieder Ärger. Mhm. Mach hier drüben auf der Minenseite. Ja, bin ich schon. Ah, da, die direkt da am Fluss sind, die mag ich da. Die will ich auch nicht weghaben. Aber die, die zum Berg hochgehen, die müssen ja nicht bleiben. Ja, aber die am Fluss würden auch nachwachsen. Weil da bauen wir ja gerade erstmal nicht. So, roundabout 20 Federn brauche ich. Birke, gib mir was. Das waren schon mal 3. Hier oben habe ich noch Bäume, die definitiv nicht stören, wenn sie weg sind. Und ich höre Vögel. Aber ich sehe keine. Da waren so 2 Federn. Naja. Also, wenn man mal spontan eine Menge Federn braucht, kann man das machen mit dem Holzfällen, aber. Fühlt sich nicht unbedingt nach dem effektivsten Weg an. Aber es geht. Das ist so ganz wichtig. Es geht. Aber hochgestellt hattest du es. Ich habe einen Baum auf den Kopf gekriegt. Was habe ich hochgestellt? Die Produktion. Ja. Die Federn, die ich da aus der Produktion hochgestellt habe und schon da sind, die habe ich auch schon verbaut. Und schon wieder ein Baum. Oh! Der scheint so ungünstig gefallen zu sein, dass ich daran gestorben bin. Oh oh. Wow. Also das nenne ich mal Skill. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe mich auch mal nicht auf mein Live geachtet. Also eigentlich sah das so aus, also gut, eine Aufnahme war es vielleicht nochmal anders zu sehen, aber für mich sah das so aus, als mir der auf den Fuß gerollt ist. Finde ich ein bisschen weit hergeholt, mich dafür gleich umzubringen. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Na, oh, damals und im Nicht-Koop-Aspekt, wenn wir jetzt Game Over. Hm. Und wie viel würde ich für den Tod ja sogar noch belohnt? Mein Essen und Trinken hat sich ein bisschen aufgefüllt. Wie viel Schaden krieg ich? Los, ich probier's nochmal aus. Ha! Es kommt wirklich darauf an, wie er einen trifft. Der Baum hat mich auf Anhieb umgebracht. Sofort tot. Okay. Gut, aber das war jetzt für die Wissenschaft. Das ist irgendwie in Ordnung. Bist du noch da? Ja. Ja, für die Wissenschaft, lasse die Bäume nicht zu unglücklich auf den Kopf fallen. Ich versuche es grundsätzlich zu vermeiden. Ja. Aber jetzt weißt du auch, dass es dich auch sofort umbringen kann. Oh, ich hatte kein Full Life, kann das sein? Oh. Ja. Das verfälscht die Datenlage natürlich ein wenig. Da habe ich nicht drauf geachtet. Upsi. Oh. Aber ja, keine Bäume auf dich drauf fallen lassen. Das ist in Ordnung. Das ist eine sehr gute Einstellung.
So, zwei Federn brauche ich noch. Und theoretisch müsste auch irgendwo noch ein gefällter Baum rumliegen. Also der Baum gab mir jetzt tatsächlich eine Feder. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Baum, der mir nur eine Feder gegeben hat. Außer allem, natürlich, was du geopfert hast. Ja. Und das natürlich in dem Moment, wo mir nur noch zwei Federn fehlen. Ach, da liegt der Baum. Wow, danke Spiel. Oh, der gab mir auch schon wieder nur eine. Egal, ich habe die 20 Federn. Damit kann ich jetzt losziehen, die Kupferpfeile machen. Die können wir dann auch ganz gemütlich abgeben dann. Natürlich beim nächsten Mal. Jetzt ist gerade ein bisschen dunkel. Gut, wir können Derwa nochmal aus dem Bett holen. Das ist ja nicht das Problem. Aber muss ja auch nicht sein. Ich tausche zwischendurch mal wieder ein neues Level in Produktion, ne? Vielleicht sollte ich mich auch mal anfangen zu leveln. So, was könnte ich denn machen? Baumeister brauche ich jetzt nicht. Ne, Experte, Handwerk? Schnelleres Schmiede und Werkstatt, das ist gut. Mehr Erfahrungsgewinn bei Werkstatt und Schmiede. Das ist noch besser. Komm, machen wir das. Ich benutze die Schmiede ja doch recht häufig mal. So, Kupfer? Kupferfall, was fehlt mir denn? Ich habe die Kupferbarren weggepackt. Wow. Ich brauche zwei Kupferbarren für jeweils 10. Das heißt, ich brauche jetzt 4 Kupferbarren für... Genau. Da habe ich mir die Stoffpuppe Wow. Was machst du denn heute? Ich weiß nicht. Ich bin gerade von der Tastatur abgerutscht. Das war auch etwas merkwürdig. Und dann hat er den Reiter gewechselt. Und als ich da meine Taste gedrückt habe, um was zu übertragen, habe ich damit wohl die Stoffpuppe erwischt. Oh, die scheint auch geklaut gewesen zu sein. Upsi. Sie ist so rot im Inventar. Ha. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Brunnen zieht um. Kann das sein? Habe ich mich zu entschlossen, ja. Ich mag ihn da vorne eigentlich, aber ich finde, in der Mitte von seinem Marktplatz sieht's halt geil aus. So, Pfeile, fertig. Ich pack noch 5 weg, würde aber sagen, ich verabschiede mich in die nächste Folge. Dann machen wir das nächste Mal beim Tageslicht wieder ein bisschen was. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.